Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone in Ranked mit dem Makrodruiden. Bronze 1 jetzt in der Siegesträhne eventuell. Wenn das Match auch noch klappen sollte. Klassenhaustier später. Mutierter Muskelprotz Runde 2 könnte ganz gut sein. Der Parkpanther wäre auch stark, würde ich gerne behalten. Hier gilt das gleiche wie in der letzten Folge. Wenn ich weiß, dass ich 1er, 2er und 3er Karten nachziehe, würde ich es so behalten. Ich gehe jetzt mal davon aus. Bisschen Risiko muss auch dabei sein. Das ist natürlich Worst Case. Das ist noch mehr Worst Case. Runde 2, Runde 3, Runde 4. Naja, gut. Wenn ich meine Karten zwar nicht so gut spielen, wie ich vielleicht will. Hat sich geändert. Der Wachposten ist wichtiger im Early. Ist eine Art Spott. Plus er schränkt seine Karten ein, die er spielen kann. Einfach nur, weil er erstens verteuert und zweitens will er natürlich ihn so schnell wie möglich wegbekommen. Also wird er eine Karte spielen, mit der er ihn vernichten kann. Und das ist zum Beispiel die Waffe des Feldspeisers für 3 Mana. Hat sich komplett gelohnt. Okay. Beladenes Packmuli. Die Frage ist, er hat die Münze benutzt für die Waffe des Feldspeisers. Hat also kein Blitzschlag, noch einen Schlangenschreinportal. Ich müsste sie riskieren können. Wenn sie liegen bleibt, kann ich das Packmuli hier mal herrufen. Das wäre schon sehr, sehr stark. Andererseits hätte ich natürlich auch eine 1er-Karte spielen können, aber ihr seht, manchmal relativ wichtig darauf zu spekulieren, dass der Gegner halt vielleicht nicht genau das Richtige hat. Hey, lebhaftes Eichhörnchen wäre auch stark. Aber spielen wir erstmal mutierten Muskelprotz und weiteren Spott. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Orakel von Elun. Egal, ob sie jetzt vernichtet wird. Yep. Raserei hält Gottesschild. Okay. Wenn ich bin mit dem Parkpanther, dann bekommt er kein Gottesschild. Ein Schaden zu verleiht ihm Gottes Schild. Das machen wir auf ihn. Wir spielen Aggro. Das bedeutet, ich halte mein Face hin. Das Board sieht erstmal gut aus. Perfekte Karte gegen mein Deck wäre Gewittersturm. Aber ich glaube, das ist nicht in der aktuellen Schamanen-Meta drin. Aber auf Bronze, Silber etc. kann das natürlich sein, genauso gut wie entdeckt werden. Ansonsten wäre das hier ein Blitzschlag. Drauf und ein weiterer Blitzschlag. Oder ein Loose. Gut, passt. Also, der Parkpanda auf der Starthand ist gut. Ich werde relativ, wenn ich nicht komplett blöd Karten nachziehe, werde ich eher kleinere Karten ziehen. Also sollte ich den Parkpanda behalten, er ist zu stark. Das Orakel von Elun sollte ich auch behalten, weil mit ihr kann ich im Early Game relativ schnell Board aufbauen. Also, merken, Parkpanda und lieber höhere Karten, die mir höhere Key-Karten lieber behalten. Denn ich werde wahrscheinlich günstig nachziehen. Ansonsten habe ich halt verloren. Wenn ich natürlich Parkpanther, Orakel von Elun und einen Muskelprotz zum Beispiel behalte und ziehe dann Cornelius Rome, Grauzweig und mein Klassenhaustier, dann habe ich keine Chance. Dann werde ich halt das Match verlieren. Aber dann ist es auch sehr, sehr unlucky. Gut, dann würde ich sagen, auf in Match Nummer 2. Nachdem wir gesehen haben, hier, gerne einen Bonus. 18 Stück. Silber 5.
Bin mir nicht sicher, ob das im nächsten Match dann schon Gold wird. Ich glaube nicht, aber wir schauen es doch mal an. Vielleicht schaffen wir es die Folge sogar noch auf Mitte Gold. Bis gleich. So, Match Nummer 2. Ich vermute, das wird ein Schattenpriester sein. Wäre mir eventuell lieber als ein Control-Priester. Da will ich nichts von behalten. Und deutlich besser. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr die Münze gehabt. Aber okay. Arbeiter, Wachposten. Und dann hoffentlich die Kröte mit einem Zauber. Perfekt. Gesegnet sollt ihr sein. Möge die Natur. Hat ist auf jeden Fall ein Control Priest. Wird vermutlich ein bisschen besser gegen mich sein. Muss ich abwarten. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, ihm mal die Karten zu verteuern. Worauf ich mich auch mega freue, ist der neue Söldner-Modus, der am 12.10. released wird. Da bin ich auch schon richtig gespannt. Allgemein macht mir Hearthstone die letzten Monate extrem viel Spaß. Das merkt ihr vielleicht auch daran, dass hier relativ viele Folgen kommen. Im Vergleich zu vielleicht anderen Formaten. Die aber natürlich trotzdem weiterhin kommen werden. Damit meine ich auch Gwent und Runeterra, Trackmania. Okay. Ärgerlich, ich hätte gerne eine Dreierkarte gehabt. Oder eine Einser, eine Zweier. Mal sehen. Ich würde den Spot spielen. Face. Hoffen, dass ich eine weitere Karte von ihm ziehe. Er wird verteuert. Nächste Runde könnte ich den Park Panther spielen. Oder aber vielleicht Kompost irgendwie gut mit einbringen. Den Wachposten würde ich so lange verteidigen, wie es geht. Wenn er fällt, nicht ganz so wichtig. Er kann eh seine Zauber vergünstigen. Hier ist es nur sehr, sehr wichtig, dass ich aufpasse, wenn er seine Removals droppt. Das heißt, ich muss mitzählen, welches Removal kam zu welchem Zeitpunkt und ob er es auf der Hand haben könnte. Und wenn ich mein Board aufbaue und es wird vernichtet, darf das nicht zweimal passieren. Okay. Sie werde ich dann Runde 5 spielen mit einem Packmuli. Das heißt, ich könnte jetzt ein Packmuli mit dem Kompost spielen. Ja. Könnte aber auch den Parkpanther spielen. Mal sehen. Der mir aber nicht so viel Vorteile bringt, ehrlich gesagt. Ist allgemein nicht so. Runde 5 die beiden. Ich könnte Runde 5 auf Aufbäumen oder Grauzweig spielen. Bedeutet. Kommen wir mal ein paar Panther. Ich hätte mit ihm lieber irgendwas mit 4 Leben und 3 Angriff gekillt. Aber die 3 Schaden nehmen wir mit. Haben einen 4-3er liegen. Giftiger Skorpid wird ihnen einen Zauber geben, der wird aber definitiv nicht diese Runde kommen. Hoffe ich. Ja. Gut. Naja, den Skorpid vernichte ich mit meinem Angriff. Spiele jetzt halt die beiden. Das wird gut. Wie viele Karten ich ihm schon verteuert habe. Krass. Also der Wachposten hat sich komplett gelohnt. Allen 3 Schaden kann der Priester meiner Meinung nach auf jeden Fall zufügen. Allein schon mit der Xirella, glaube ich, heißt sie. Deshalb muss ich um 3 heilen für 1 Mana und spielt sie für 4 Mana aus. Alles weg. Was ist bloß Ilunes? Sie hat noch sehr viel Leben. Nächste Runde, ganz klar, bleibt das Board liegen. Aufbäumen, wird das Board vernichtet. Muss ich es wieder aufbauen?
zwei Diener killen, weil da bekomme ich Angriff für. Wäre cool, wenn ich ihn dann noch benutzen könnte. Perfekt für ihn gelaufen. Ich würde sehr gerne noch Kompost spielen. Bleib aber bei Grauzweig. Gegen den Priester nicht so stark, denn er wird alles mit Zaubern vernichten. Bedeutet also, er kann ihn bestenfalls als letztes vernichten. Nächste Runde Packmuli mit Kompost, aufbäumen mit Kompost, aufbäumen mit Packmuli, sowas. Gut. Ich spiele das über deine Packmuli. Dann aufbäumen. Und dann will ich natürlich ein paar Karten nachziehen. Und Geface. Nächste Runde habe ich gewonnen, außer bekommt mein komplettes Board weg. Seelenspiegel ist natürlich der Way to go jetzt für ihn. Hat er ihn auf der Hand, hat er gewonnen. Vermutlich. Aber ich bekomme noch Karten, also habe ich noch Bank Damage mehr. Seelenspiegel bedeutet nicht, dass er sich heilen kann. Mit dem Parkpanda bleibt ein Diener liegen, bekomme ich auf jeden Fall ihn auf 4 Leben runter. Und habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Okay, Hysterie, Random. 2 Karten, 3 Karten. Das ist der Win. Ja. Denn ich hätte hier noch 2 Ei Angriff und mein Special. Jawohl, läuft doch gut. Also der Akro-Druide gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ein Akro-Token-Druide, ohne wirklich darauf zu gehen, dass du ein breites Board hast und das verbessern willst. Aber andererseits doch. Also du kommst relativ schnell zu deinem relativ mickrigen Board, was du dann aber nicht zwingend unbedingt verbessern willst, sondern davon nur Vorteile erschaffen. Also hätte ich nicht gedacht, dass er mich so positiv überrascht, wenn ich gegen ihn gespielt habe letzte Season. Waren es dann scheinbar Gegner, die eine etwas blödige Hand hatten? Oder ich hatte mit dem Face Hunter oder mit dem Deck, das ich gerade gespielt habe, halt vielleicht ein Konterdeck in dem Fall, wo meine Diener natürlich perfekt darauf angepasst waren, ihn zu schlagen. Kann natürlich auch immer sein. Naja. Gut, 5. Sieg. Kartenrücken haben wir schon mal. Und 14 Bonussterne. Und sind auf Rang Gold schon aufgestiegen. Das ist schon mal gut. Bedeutet, ich bekomme jetzt 6 Bonussterne. Siegesterne so gut wie möglich mitnehmen. Und das hoffentlich auch in Match Nummer 3. Match Nummer 3 gegen den Hexenmeister. Wir kennen das Deck in- und auswendig. Da haben wir letzte Season mehr als oft. Genug dagegen gespielt. Okay. Schutzaufrüster, nein. Kröte der Wildnis mit Einpflanzen, ja. Einpflanzen finde ich aber auch nicht so stark. Auf Bäumen, ehrlich gesagt, auch nicht zwingend. Ich würde damit gehen. Und hoffen, dass ich 2 bessere Karten nachziehe. Auf Bäumen Runde 5 gegen den Hexenmeister wäre stark. Einfach nur, weil ich hoffe, dass er no-buy. Er hat eventuell mit Runde 4 schon alles vernichtet, was ich aufgebaut habe. Dann kann ich hier mit... Ja, doch. Wir gehen mal damit. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er Runde 4 mein ganzes Board vernichten wird. Und dann kann ich Runde 5 mit Aufbäumen 2, 4, 3er wieder hinlegen. Oder aber mein gesamtes Board verbessern. Okay. Runde 1 wird die Kröte. Runde 1 wird nicht die Kröte, wird die Kröte. Nimm die Kröte. Bei Runde 2 entscheide ich mich dann entweder für den mutierten Muskelprotz oder die Karte, die ich ziehen werde. Außer es lohnt sich, mein Special zu benutzen hier, meine Heldenfähigkeit. Glaube ich zwar eher nicht. Denn er wird eine Karte ziehen, jawohl. Er muss ja Karten sammeln. Gut. Das habe ich vorhin gemeint, mit Karten schlecht nachziehen.
Grauzweig und das Klassenhaustier. Mega schlecht. Ich habe nächste Runde keine Option, außer Einpflanzen zu spielen mit meinem mit einer Heldenfähigkeit. Okay, immerhin. Kröte. Einpflanzen. Ich nehme hier den Bonus-Damage, einfach nur, weil ich eh glaube, dass mein Board jetzt vernichtet wird. Dann wäre das Game schon fast vorbei, ja. Perfekt. Hm. Okay. Schade. Das Problem ist jetzt nicht nur, dass ich nicht spielen konnte, sondern dass der Gegner, wenn er ein bisschen aufgepasst hat, von dem Deck Ahnung hat, auch weiß, dass ich nichts auf der Hand habe, was weniger als 5 Mana kostet. Dementsprechend ganz mies. Ganz mies gelaufen. Sehr unlucky. Ja, das, die Zählenzerreißung habe ich gewusst, dass kommen wird. Ich habe gehofft, dass ich noch irgendeine Karte nachziehe, die weniger als 5 kostet. Das war unlucky. Schade. Und er hat zweimal den 0 auf der Hand, was auch sehr unlucky ist, denn er hatte mir nur 14 Karten im Deck. Das ist wiederum gut. Kriegt er zwar weg. Aber ich bekomme zumindest dann mit die Boardkontrolle vielleicht zurück nächste Runde. Zumindest mit dem lebhaften Eichhörnchen und dem Aufbäumen. Ein Grauzweig wird sich nicht lohnen. Er wird genug Zauber auf der Hand haben, um sie zu vernichten. Hä? Achso. Hm? Nicht optimal. Gut, was passiert bestenfalls? Bestenfalls wird mein Eichhörnchen vernichtet. Ich ziehe instant 2 Eicheln, kann mit Aufbäumen und dem überladenen Packmuli nächste Runde nochmal Gas geben. Aber normalerweise ist das Runde 4 gegessen gewesen, als er die Seelenzerreißung gespielt hat und ich eine Runde lang komplett nichts machen konnte, weil ich nur 5er Karten auf der Hand hatte. Das ist natürlich schlecht. Dass er natürlich eine optimale Hand hat, erwähne ich gar nicht mehr, weil das ganz sicher eh klar ist beim Hexenmeister. Ich meine, er zieht sich ja 30 Karten pro Runde. Und bekommt dafür Rewards. Runde 7 hat noch 10 Karten im Deck. Hat 3 davon verbrannt. Ich habe noch 24 im Deck und wir sind Runde 7. Ah, optimal. Und noch eine. Schade. Okay. Grauzweig ist wie gut. Offensichtlichste wäre das Eichhörnchen nochmal mit dem Aufbäumen. Oder halt das Packmuli mit Aufbäumen. Wie wäre es denn? Die Frage wäre aber, würde mir Grauzweig was bringen, wenn er nicht mehr... Ich muss es riskieren. Ich spiele das zweite Eichhörnchen. Er hat keine... Ein Damage-Zauber mehr, oder? Doch hat er. Hm. Bringt mir nichts. Ich muss es so spielen. Er hat sich sehr viele Zauber zurückgeholt. Er könnte vielleicht beide Eichhörnchen killen. Oder halt Muli sowieso. Und könnte dann Grauzweig vernichten. Dadurch wäre mein komplettes Spiel im Arsch. Oder sowas. Ja, also Grauzweig wäre auch komplett für den Arsch gewesen. Können wir mal so festhalten. Man gewöhnt sich an den Gestank. Ja, das Ding ist gegessen. Das Ding ist gegessen. Zwei Möglichkeiten. Ja, Grauzweig ist ja auch... Das gegessene Spiel. Möge die Natur euch segnen. Da seid ihr auf dem Holzweg. Ja, keine Chance gehabt. Runde 4 hat es entschieden. Er hatte Seelenzerreißung auf der Hand.
Unlucky. Natürlich muss man mit dem Hexenmeister davon ausgehen. Habe ich auch gesagt, es wird vernichtetes Board. Dann habe ich natürlich keine Karte nachgezogen und dass er seine Karten optimal hat. Beim Hexenmeister, klar, er hat so viele Karten, wie er ziehen kann. Dass er ihn auch nochmal bekommt. Gut, war eh nicht egal. Keine Chance. Muss man einsehen. Bisschen unlucky, dass ich meine Hand so schlecht bekommen habe. Aber man kann nicht immer Glück haben. Und immerhin mit der Siegesträhne bis auf Gold hochgekommen. Da kann man auch mal einsehen, wenn man dann ein Match verliert, würde ich sagen. Gerade wenn es nur einen Stern dann kostet. Aber gut, Hexenmeister, wie man sieht, immer noch sehr, sehr stark. Jetzt nicht mehr mit dem Seelenstähler müsste heißen, oder? Ich glaube Seelenstähler. Ihr wisst, wen ich meine, der für Karten Leben statt Mana kosten lässt. Dunkelblick und Seelenstähler nicht einmal gesehen. Trotzdem, seine anderen Kombos kicken halt trotzdem rein. Muss ich immer noch sagen, Hexenmeister stark. Akkodruide auch stark. Aber ja, im direkten Matchup 1 gewonnen, glaube ich, letzte Folge. Jetzt 1 verloren. Dann sieht man ja, ist ziemlich ausgeglichen, kommt darauf an, wie gut der Spieler jeweils spielt und natürlich, was man auch für Möglichkeiten hat. In dem Match hat Runde 4 es entschieden, Seelenzerreißung, hat mein komplettes Board vernichtet, Pech, war aber zu erwarten. Und dann habe ich aber in der Runde nichts ziehen können, was ich nachlegen kann, hatte nur 5er Karten auf der Hand, habe allgemein ziemlich unglücklich nachgezogen, konnte mein Tempo nicht gehen wie die Matches davor. Ich hatte wie viele Diener insgesamt gespielt? 5? 6 Diener? Und gegen einen Hexenmeister, wenn der in Schwung kommt mal mit seinem Kartenziehen, dann ist klar, er hat so viele Möglichkeiten, sich Karten zu holen, die auch günstig sind, die zu vergünstigen, wie der Knoll hier, der dann zweimal auf seiner Hand war mit dem Lebensentzug Schweinchen hier. Da ist es dann schwer nachzukommen, gerade mit einem Akku-Deck. Aber dann würde ich trotzdem sagen, Gold 10. So viel hätte ich nicht erwartet, weil ich hätte die Niederlage vielleicht eine Runde früher erwartet und dann wären wir schon auf Silber stecken geblieben. Deswegen positiv sehen und nächste Folge dann weiter nach oben schauen. Deswegen, zur nächsten Folge, haut rein!